Du bist gerade dabei, ein Buch zu schreiben oder hast vor, dein erstes oder nächstes Buch zu schreiben, dann möchte ich dir in diesem Video gerne den wichtigsten Schritt von allen in diesem Buchentstehungsprozess verraten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es was anderes ist, als du jetzt vermutest. Worum es sich handelt und worauf du dabei achten solltest, das verrate ich dir nach dem Intro. Let's go! Moinsen, hier ist Ilja und ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser Episode meines Buch-Journey-Vlogs eingeschaltet hast. Es ist ja schon etwas her, seit ich mein letztes Update gegeben habe, und wenn du noch nicht die letzten Folgen gesehen hast, ich verlinke dir hier oben die Playlist mal, da kannst du ganz genau schauen, was ich bisher gemacht habe auf dem Weg zu meinem neuen Buch, das ja im Januar 2022 erscheinen wird. Und ich gebe dir ein kurzes Update, weil ich mich nämlich jetzt in dieser Phase befinde, die die wichtigste ist. Und zwar war es bei mir so, ich habe Mitte August mein Manuskript abgegeben, dem Verlag übersendet. Bei mir ist es der Gabal Verlag, mit dem ich auch diesmal wieder zusammenarbeite. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich mein fertiges Buchmanuskript bestimmt selber 4 bis 5 Mal redigiert. Ich habe es auf Rechtschreibfehler überprüft. Ich habe geguckt, sind bestimmte Sachen doppelt drin? Ist das alles logisch? Sind die Übergänge vernünftig? Ich habe mir die Überschriften nochmal angeguckt. Wie sieht es mit der Gliederung aus? Und nachdem ich so 4, 5 Durchgänge hatte, war ich so weit zufrieden, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich das ganze Manuskript rausschicken an den Verlag. Tja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns eine Zieldefinition gesetzt. Und die war vorher, die lag bei ungefähr 240 Buchseiten, und ich habe leider etwas oder zum Glück etwas viel geschrieben. Ich bin insgesamt bei 650.000 Zeichen gelandet und die ursprünglich vereinbarte Zeichenzahl, die lag knapp 150.000 Zeichen darunter. Das heißt, ich musste selber schon mal etwas kürzen, was immer eine schwierige Geschichte ist, weil natürlich sind die Inhalte, die liegen einem am Herzen als Autor, und wenn man das dann rausstreichen muss. Aber ich habe mich immer gefragt, ist dieser Teil wirklich essentiell, bringt der einen Mehrwert, oder ist das nur nice to have, ist das eine Zusatzinformation? Und wir sind jetzt so weit, dass ich nochmal knapp 60.000 Zeichen gestrichen habe und wir das Volumen des Buches auf 270 Seiten erhöht haben. Und ich muss sagen, ich bin ganz happy, weil in letzter Zeit entdecke ich einen Trend, der immer mehr zu diesen kleinen Büchlein geht. So nach dem Motto, Hauptsache ich habe überhaupt etwas rausgebracht. Inhalt ist nicht so wichtig, und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, mal einen Kontrapunkt zu setzen, wo auch der Inhalt wieder im Vordergrund steht. So, und nachdem das passiert ist, kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil dieses Buchprojekts oder des Buchprozesses, und es ist erstaunlicherweise nicht die Recherche. Es ist auch nicht die Schreibphase. Es ist auch nicht die Gliederung des Ganzen. Das ist alles ganz, ganz wichtig, aber aus meiner Sicht ist der wichtigste Teil des Buchprozesses das Lektorat. Und da befinde ich mich gerade drin, denn mein Lektor hat das Zepter übernommen und ich bin ganz happy, dass ich wieder mit einem meiner Stammlektoren zusammenarbeiten darf. Mit dem habe ich schon bei Attitüde, bei Mach es einfach und bei Radikal menschlich zusammengearbeitet, was ja alles 3 Bestseller waren. Und ich glaube, das liegt in unserer Zusammenarbeit, weil wir uns wirklich sehr, sehr gut verstehen, und er hat bei mir relativ freie Hand, was so die kleinen Korrekturen angeht, was die Zusammenarbeit sehr, sehr einfach und angenehm macht. Und jetzt passiert so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel. Das heißt, mein Lektor überprüft mein Manuskript, macht Verbesserungsvorschläge, und ich gucke mir das an und übernehme das entweder oder mache einen Gegenvorschlag. Und das machen wir so 4, 5, manchmal 6 Mal, dass wir uns das hin und her spielen. Und jetzt kommt das Entscheidende, warum das Lektorat so wichtig ist. Denn es macht das Manuskript besser. Es macht aus einem guten Manuskript ein sehr gutes Buch. Es macht aus einem sehr guten Manuskript ein ausgesprochen exzellentes Buch. Weil im ersten Schritt werden natürlich vor allem die ganzen Rechtschreibfehler korrigiert. Grammatik, Orthographie. Und selbst wenn man als Autorin oder als Autor schon oftmals drüber geguckt hat, man ist immer wieder erstaunt, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel so kleine Flüchtigkeitsfehler sich einschleichen, die man dann doch nicht entdeckt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ein externer Lektor von außen drauf schaut und sehr, sehr schnell entdeckt, ist das Ganze schlüssig, gibt es einen roten Faden, gibt es redundante Inhalte, also sind bestimmte Ideen doppelt verwendet.
Was natürlich vorkommen kann, wenn man eine Schreibphase von mehreren Monaten hat, dass man vielleicht im März eine Idee hat, die man in ähnlicher Form dann im Juni nochmal verwendet und ein Lektor sieht das sofort und macht dann einen Vorschlag, wie man das entweder kombinieren kann oder eins streicht. Das heißt, ein Lektor macht mit seiner Arbeit, der sorgt für Klarheit, der strafft das Manuskript nochmal viel, viel mehr und er guckt auch genau hin, sind die Formulierungen auf den Punkt, kann man etwas klarer formulieren, kann man vielleicht auch eine Ergänzung machen. Das heißt, es kommt zu Klarheit, es kommt zu einer Straffung und dadurch kommt es zu einer besseren Verständlichkeit des Manuskriptes, was ganz, ganz entscheidend ist, weil das Buch wirklich beim Schreiben gilt, weniger ist mehr und die wichtigsten Worte sind oftmals die, die man nicht schreibt. Und wir Autoren neigen oft dazu, in Schachtelsätzen zu schreiben. Ich ertappe mich sehr, sehr häufig davon. Und so mancher Schachtelsatz lässt sich doch komprimieren. So manches Komma möchte doch lieber ein Punkt sein. Und daher ist die Arbeit eines Lektors so, so entscheidend. Und wenn du dein Buch in einem Verlag veröffentlichst, dann bekommst du ja sowieso ein Lektorat, hoffe ich zumindest mal, an deine Seite gestellt, was dir schon mal sehr hilft. Aber wenn du dich entscheidest, dein Buch im Selbstverlag zu veröffentlichen, dann solltest du dir unbedingt professionelle Unterstützung durch ein gutes Lektorat holen. Und ich kann da nur empfehlen, nicht am falschen Ende zu sparen. Arbeite unbedingt mit Profis zusammen, weil diese Phase so wahnsinnig entscheidend ist. Und wie so oft im Leben, wer billig kauft, der zahlt am Ende drauf. Das gilt auch beim Lektorat. Für mich jetzt vielleicht nochmal, und das ist auch dann, sind die nächsten Schritte im Buchprozess, wenn wir mit dem Lektorat fertig sind, was jetzt Ende des Monats passieren wird, dann kommt als nächstes die externe Rechtschreibkorrektur. Ja, kommt tatsächlich. Das heißt, wir schicken das Buch dann in ein Büro, die nichts anderes machen, als Rechtschreibung zu kontrollieren. Kommafehler, Orthographie, doppelte Worte, Buchstaben, die vergessen wurden. Und das Faszinierende ist, ich habe es ja eben erzählt, ich selber gucke über mein Manuskript 4-5 Mal. Im Lektorat machen wir das Ganze auch nochmal 5-6 Mal. Dann kommt die Rechtschreibprüfung nochmal drüber und danach gibt es eine Endabnahme, wo ich nochmal das ganze fertige Manuskript durchlese und dann meinen Haken drunter mache und sage, so, jetzt kann das Ganze in den Druck und da muss man sich wirklich zwingen, diesen Text nochmal zu lesen, weil wenn man das eigene Buch über 20 Mal dann gelesen hat, weil man beim Schreiben liest man es ja auch, man muss sich wirklich zwingen, die Sätze nicht zu überfliegen, sondern ganz bewusst Wort für Wort zu lesen. Das ist am Ende echt anstrengend, aber bisher war es bei jedem meiner Bücher so, dass ich spätestens auf Seite 2 den ersten Rechtschreibfehler entdeckt habe und es ist immer wieder faszinierend, aber es ist auch menschlich und selbst wenn mehrere Menschen drüber schauen und zwar sehr, sehr intensiv, so mancher Fehler schleicht sich dann doch immer noch ein und da freue ich mich dann immer, wenn Leserinnen und Leser mir Feedback geben. Tja, und wenn wir dann mit der Rechtschreibkorrektur durch sind, dann kommt jetzt auch bald schon der Satz und dann geht es im Dezember auch schon los mit dem Druck. Dann wird das Buch in die Druckerei geschickt und dann geht der ganze Prozess los und hoffentlich können die ersten von euch dann schon im Januar das Exemplar, die ersten Exemplare in den Händen halten. Da freue ich mich riesig drauf. So, und das waren die Ausführungen zum wichtigsten Part dieses Buchprozesses. Für mich ist es definitiv das Lektorat. Ich bin immer wieder erstaunt, was man noch rausholen kann aus einem Manuskript. Deshalb wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, entweder bei der Konzeption deines neuen Buches oder wenn du schon mitten dabei bist, dann später beim Lektorat. Und ja, lass mich doch mal wissen hier unten in den Kommentaren, ob du gerade an einem Buch schreibst und wenn ja, zu welchem Thema oder ob du gerne eins schreiben würdest. Und warum du noch nicht angefangen hast. Vielleicht hast du ja noch eine Frage. Schreib mir das auch unbedingt hier unten in die Kommentare mal rein. Und hoffe natürlich, du abonnierst den Kanal und verfolgst auch weiterhin meinen Buch-Vlog-Journey. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen, nämlich für heute bin ich raus. Mic Drop.